Da war schon die Mission. Mit der Wiege in Vorkuta wird das Pantheon diese Basis gut verteidigen. Wir nähern uns in niedriger Höhe. Landen oh, etwas außer. Russland. Dann kommt deine Phase, Sir. Also, Fußmarsch zur Basis für Infiltration. Danach Pantheon. Oh, ich will so einen Hals sehen. Ich habe vorhin auf der Arbeit so die letzte Stunde. Ist genau dein Ding. Hab ich noch so ein bisschen Fieber gekriegt. Du die Basis aus. Ich habe auf einmal gekocht am ganzen Kopf. Hab geschwitzt ohne Ende. Oh, das übel, werde ich übel. Genießen. Mit ausgeschalteter Verteidigung kann der Rest von uns rein. Jetzt geht's gerade ein bisschen besser, aber. Bist du bereit? Ich hab's nicht geschafft, einkaufen zu gehen. Das ist schade. Hätte gern Ingwer und Kurkuma mitgenommen, um mich zu heilen. Braucht echt keiner, ey. Da gehst du einmal zum Arzt, ne? Für ein EKG. Hausarzt. Wie es halt immer so ist, du gehst mit einem Problem rein und kommst mit drei weiteren wieder raus. Deswegen gehe ich so ungern. Aber geil, Samstag, MRT-Termin. Muss bis dahin fit werden und dann schauen wir mal. Hey, er ist wieder da. Wir müssen schnell auftanken und neu beladen. Genau, schön in die Keimkammer. Exakt immer. Deine Keime, deine Keime. Oh, das Geflacker, ne? Ah. Marshall bin in Uniform. Klassisch bin dabei, umgezogen. Aufklärung durchzuführen. Wir sind alle ganz oben. Aha. Klär mal auf. Ein Helikopter. Ein Kampfhubschrauber ist in einem abgesperrten Bereich gelandet. Vielleicht kann ich eine Sprengladung anbringen. Wenn du nah genug rankommst. Und sie wollen ihn gerade auftanken. Ich könnte mich am Treibstoff zu schaffen machen. Du könntest etwas Wasser reinkippen. Da ist ein Wachposten. Vielleicht kann ich die Wache da drin bezirzen. Gibt es andere Optionen? Eventuell. Sieht aus, als wollten sie Fracht einladen. Das könnte ich ausnutzen. Unbedingt. Hm. Ich sehe ihr Luftabwehrsystem. Sieht geladen aus. Oh. Meinst du, du könntest Ladungen an dem dicken Ding anbringen? Vielleicht. Oder ich sabotiere ihre entnommenen Sprengköpfe und überzeuge sie, sie auszutauschen. Wenn du jemanden findest, der das macht, sicher. Ist eine Möglichkeit. Die haben eine beeindruckende Radaranlage. Ja, dagegen müssen wir was unternehmen. Du könntest deine Ladung an okay, der okay. Oder die Stromversorgung kappen. Die muss mit einem Generator verbunden sein. Gibt es andere Optionen? Hinter dem Sicherheitsfenster ist jemand stationiert. Ein bisschen plaudern wäre gut. Okay. Satellitenkarte. Benutze die Karte, um mehrere Wege zur Sabotage des Radars, des Luftabwehrsystems und des Kampfhubschraubers des Feindes zu ermitteln und den Weg für dein Team freizumachen. Die Karte wird mit nützlichen Informationen aktualisiert, wenn du die Wege ermittelst. Sobald du alle drei neutralisiert hast, sind wir startbereit. Gehen wir erstmal zur Radarschüssel, würde ich sagen. Sprengsatz platzieren. Okay, wir versuchen mal das nette Gespräch. Kann ich es nicht markieren? Oh, schade. Und Seth, okay. Halt die Augen offen nach der Wiege. Sie ist irgendwo in dieser Basis. Ah. Nutzen wir die Treppe. Und springen nicht darunter. Solche Fehler mache ich gerne mal. Okay, das heißt anscheinend Exit. Oder Ausgang. Hier noch was Nützliches. Nope. Okay. Eingeschränkte Aktionen. Selbst in Verkleidung gelten einige Handlungen als eingeschränkt. Zum Beispiel das Öffnen von Schlössern oder das Zielen mit Waffen. Das Betreten von gesperrten Bereichen macht Feinde misstrauisch. Wenn du erwischt wirst, fliegt deine Tarnung auf. Ich muss nur noch dieses Schloss aufkriegen. Easy. Okay. Stalingrad.
Morgen. Guten Morgen. Nicht für mich. Ich kann es kaum erwarten, hier zu verschwinden. Das sollte 3 Tage dauern, nicht eine Woche. Naja, ich erlöse dich. Ich sollte die Leiche hier nicht rumliegen lassen. Ja. Ich dachte gerade das Gleiche tatsächlich. Packen wir sie da rein. Ey. Da. Bubu machen. Habe ich irgendeine Waffe? Nimm mal. Ja, kann ich die auch wegstecken? Finden wir es heraus. Was die Radaranlage. Das heißt, wir können hier ein Plauschchen halten. War das hier? Nein. Moin. Irgendwas? Okay, lass mal gucken. Ah ja, die Folterkammer. Davon könnte ich was an den Verteidigungen platzieren. Oh, besser. Balldämpfer. Wenn du zielst, kommt eine Warnung. Okay. 6 Schuss. Man könnte gerade meinen, du hast dich hier schon informiert. Nein, 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 nein. Nehmen wir die weg und haben dann. Alter, sich verarschen. Das ist die ohne. So. Oh, ein PC. Hab eine Sicherheitsstation entdeckt. Mit den Kameras kann ich vielleicht die Wiege finden. Ich komme nur nicht rein. Ich würde mich erst auf die Primärziele konzentrieren. Ihre Verteidigungsschwächen. Okay. Schnacken. Sag Sergeant Whitman, dass alles bereit sein wird. Ende. Verstanden. Ist das Radarsystem gerade in Betrieb? Soweit ich weiß. Warum? Stimmt etwas nicht? Das scheint mir nur etwas übertrieben, oder nicht? Wer sollte uns hier draußen schon angreifen? Nein, nein, ich habe nur zufällig gehört, wie jemand es als Schrott bezeichnet hat und wurde neugierig. Ja, das nehmen wir. Schrott? Gut möglich. Ich versuche noch diesen Scheiß zu verstehen. Scharfes Auge. Die haben erst kürzlich eine Klatter-Simulation durchgeführt. Was immer das ist. Das Radar muss offline sein, wenn die Simulation läuft. Meldecodes, interessant. Hier ist etwas als Fehlfunktion Code 11a aufgelistet. Er hatte am Funk einen Sergeant Whitman erwähnt. Könnte nützlich sein. Also, was gibt's? Das Kommando sagt, dass das Radarsystem eine 11a. Im Ernst? Warum höre ich erst jetzt davon? Ich weiß es nicht, das hat mir Sergeant Whitman gesagt. Hat er genauer erklärt, was er will? Er hat mir die Wettersimulation zu tun, die du vorhin durchgeführt hast. Er will, dass du sie noch einmal durchführst. Wir haben noch nie eine Wettersimulation durchgeführt. Oh! Ja, was ist denn?
Klatter. Okay. Verbockt. Okay, ich nehme an, da darf ich jetzt nicht hoch, solange der da steht. Vielleicht sollte ich ihn hinlegen. Keiner in der Nähe, ne? Nee. Okay. Was läuft? Oh, da ist jemand. Oh, fuck. Das ist nicht gut jetzt. Alles klar. Shit, Alter. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Ja, dann denken die, die machen gerade rum, wenn sie die finden. Munition en masse. Aber da hinten geht's rein. Da geht Licht. Davon noch ein Sprengsatz. Ich ja. Das ist dicht. Okay. Na, dann gehen wir mal da hoch. Ne, wo war das denn mit den Sprengsätzen? Wo soll ich die platzieren? Wo bin ich? Da bin ich. Ich konnte mich anschleichen und einen Sprengsatz an der Stromversorgung. Okay. Ist an sich gar nicht so verkehrt. Ah, jetzt zeigt das sogar an. Ist das innerhalb des Raums? Da. Dubidubidu. Das Spiel hat alles. Hitman, Resident, Splinter Cell, Metal Gear. Da hast du allerdings recht, ne? Die werden nicht sehen, dass wir kommen. Jetzt der Heli oder das Luftabwehrsystem. Such es dir aus. Da hast du wirklich recht. Okay, das Ding ist erledigt. Sprengkopfaustausch. Luftabwehrsystem Gelegenheit. Diese Ladung. Ja, dann machen wir da noch das Teil hin und da noch eins. Zwei haben wir noch. Dittum. Ey, Brudi. Da ist er wieder drin. Howdy. Howdy. Da hinten läuft jemand. Kurz aufpassen. Und dann lassen wir den auch noch verschwinden hier. Was weg ist, ist weg. Ah, hier. Hoffentlich sieht er da drin mich nicht. Nee. Sehr gut. Okay. Dubidubidu. Wenn ich da reingehe, löst der Alarm aus, ne? Bestimmt. Bin da. Bericht. Hab nichts. Bestätigt. Drei. Haltet die Augen offen. Ah, da hinten ist das Luftabwehrsystem. Kann man sich hier vielleicht durchschleichen? Kann sogar einfach die Tür nehmen und da steht einer. Okay. Oh. Das war risikoreich, aber notwendig. Unfällig, unauffällig umgeschaut, jawohl. Ich wäre ein guter Spion. Radschneider. Später noch nützlich werden. Oh, 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 schnell die Tür zu, da kommt einer.
im Schrank verstecken. Das ist ja cool. Hihi. So. Sonst ist hier aber nichts zu holen. Okay. Auch gesperrter Bereich hier. Oh ja, ist es. Verdammt. Okay, war dann jetzt vielleicht nicht so clever. Nein, shit, das hat einer gesehen. Jetzt gibt es kein Zurück. Tu, was du tun musst. Ruhig. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen unwohl. Hier ist nicht so Schutz. Ah, hier ist Schutz. Hacken, ja. Oh. Oh, Granate. Digga, wo kommst du denn her? Okay, okay. So. Wo bin ich? Da bin ich. Ah, der Sprengsatz muss direkt da dran. Okay. Machen wir. Ladung auf Abwehrsystem platziert. Matt, jetzt musst du nur noch ihre Flügel stutzen. Nimm dir den Heli vor, Seth. So, welchen Computer soll ich hacken? Achso, ne. Das wäre die Alternative gewesen. Alles klar. Dann weiter. Komme ich da drüber? Nee. Die entspannte Musik, oder? Sieht gut aus. Ich sehe niemanden. Sie verstecken sich. Ich hab den nicht getötet. Muss ein Schwächeanfall sein. Bestätigt.
So, da ist Heli. Heliobacter. Schnell, 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 schnell. Komm, 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 komm. Oh, wie knapp. Oh, verdammt, verdammt. Fast hätte ich es geschafft. Fast war ich um die Ecke. Machen wir es anders. Schleiche mich hier rein, sabotiere und schleiche mich wieder raus. Die Drähte müssen mal gestutzt werden. Ihre Raketen können Sie vergessen. Gute Arbeit. Bring jetzt die Wache dazu, die aktiven Sprengköpfe gegen die Blindgänger zu tauschen. Alles sicher. Bestätigt. Melde mich an. Die Wache. Aber gesperrter Bereich. Wirklich? Irgendwas stimmt nicht. Hey, was machst du denn hier? Entdeckt. Was gefunden? Ich hab den Sektor abgehängt. Keine Sorge. Wir wurden infiltriert. Wir sind mehr auf den Fersen. Scheint jetzt das hat keiner gesehen. Zu sein. Wow. So geht's natürlich auch. So, jetzt läuft da aber noch einer... Streife da draußen. Da. Okay. Oh. Okay, gut. Der sieht mich nicht, wenn er zurückläuft, oder? Und wieder mich sieht. Scheiße, Mann. Schnell, 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 schnell. Ladung am Luftabwehrsystem platziert. Matt, jetzt musst du nur noch ihre Flügel stutzen. Nimm mir den Heli, Josef. Ja, ja, ich muss erstmal kurz warten, bis sie da weg sind. Von hier aus auch darüber. Sieht nicht so aus, ne? Nee. Gott, Alter. Wie soll ich das denn machen? Okay, wo ist der andere? Da kommt er. Tür zu. Ui.
Da sitzt noch einer. Ist der Heli. Und, ja genau, Mauerleiter. Da ist auch noch einer. Zwei, drei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da steht einer am Fenster und sieht mich nicht. Alter. Das kann doch nicht sein. Wie habe ich denn das jetzt geschafft, da hinzukommen? Aktivität. Sei besonders vorsichtig. Super Tipp. Oh Gott. Du hast das Sicherheitsgebäude vorhin markiert. Du musst da rein. Achtung an alle Stationen, wir haben einen Mann am Boden. Alles klar, wir kommen zu euch. Kommando! Wir haben sie verloren. Geht da raus und findet den Fall. Alles klar. Sie suchen mich. Bleib ruhig, du packst das. Dann mal zurück. Bereich ist sicher. Wir sind vor Ort. Starten mit der Durchsuchung des Bereichs. Oha. Seh hier drüben nach. Wir wurden infiltriert! Ich bin aufgeflogen. Entdeckung! Nehme Verfolgung auf! Kein Zurück. Tu, was du tun musst. Es ist offen. Okay. Ich häng hier. Glitch.
Jetzt. Jetzt! Ja, aber... Wie soll ich denn das Ding jetzt drauf zugreifen? Ich werde jetzt dauerhaft verfolgt. Hoch aus dir geflogen, Alter. Ton ist weg. Alter, kein Ton mehr. Fuck you. Was habe ich getan? Und der Ton ist dumm. Mal, wenn ich nochmal da drauf drück. Wow. Okay. So. Jetzt. Da werde ich immer noch verfolgt. Da sind ja keine Gegners. Ich bin am Sicherheitsterminal. Aha. Sekunde. Es ist mit einer dieser Chiffren gesperrt. Okay, das ist. Geh weg. P. A. N. O. P. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. T. Ist es. Anoptis. Ja, und? Jemand. Wo hast du dich versteckt? Wo sind sie? Gestern Morgen, Commander. Das ist kaum genug Zeit, um vollständig... Zeit? Ja, das Risiko einer Konter... Ich wäge die Risiken ab. Commander, wenn... Ist das... Hero. Wir haben getan, wofür wir gekommen sind. Die Waffe wurde verschickt. Verschwinden wir, bevor die CIA oder die Russen uns bemerken. Deutlich genug? Ja, Ma'am. Wir sind vielleicht schon kompromittiert, der Unruhe im Lager nach zu urteilen. Kommt mit mir. Okay. Schlechte Nachrichten. Lass hören. Die Waffe wurde verlegt. Harrow hat selbst bestätigt. Jane ist hier? Jetzt? Hab sie gerade auf der Überwachung gesehen. In einem Labor. Vermutlich unterirdisch. Herrgott. Okay, neuer Plan. Wir gehen nicht mit leeren Händen. Wir stiften Chaos und schnappen Harrow. Unverletzt. Ich habe ein paar Fragen. Ich suche einen Weg unter die Erde. Rücken jetzt aus. Seth, Zeit, das Radar vom Netz zu nehmen. Mit Vergnügen.
Surface 1. Aus Nordosten nähert sich ein Flugobjekt mit hoher Geschwindigkeit. Siehst du das? Irgendwas? Sieht aus wie ein... Schöne Hubschrauber. Oh. Sir, wir nähern uns der Basis. Wie läuft es uns? Unterwegs zum Treffpunkt. Ich glaube, ich kenne den Weg zur Handlung. Genau das will ich hören. Und Helikopter unterwegs! Wir werden angegriffen! Kleinkaliberbeschuss! Schützen runter, Archeg! Schaltet sie auf! Raketenwerfer unterhalb! Auf den Wächtern! Lass kleine unter ihnen! Schwer zu sehen, ne? Das ist unser Dach! Link! Die Dachfenster! Training, bring uns drüber! Hey, da sind ein paar Typen! Schalte sie auf! Gute Arbeit! Jawohl! Case, mir nach! Adler, du folgst Case! Einen abseilen. Direkt hinter dir, Case. Nein, ich soll die Heizthermostate ablesen. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Der Weg unter die Erde liegt auf der anderen Seite des Basis. Ja, doch klar. Geh voran. Hoppala. Achtung, Granate! Beide da aufgeschossen. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Hätte ja sein können, dass es reicht. Oh Gott, wo hat er gespeichert? Nach draußen, Bewegung. Nee. Moment. Notfall. So, okay. Alter geht's. Noch Muni, irgendwas Cooles. Ah ja, alles gut. Tanken und auf dem Hof! Was? Ein Ausflug von heute! Ein Druck! Sie wollen uns von den Tunneln fernhalten! Höhling, halt uns jetzt vom Leib! Wir kommen jetzt zurück! Ich schieße die Füße weg, Digga. Ach, Digga, da kommt ein...
Straßen, Alter. Alter, schieß. Och, gibt's das? Warum schießt er denn nicht? Okay. Der Tunneleingang ist in einer Hütte am anderen Ende der Basis. Wir müssen uns durchkämpfen. Okay, hier war Geld. Sie sind auf den Dächern! So, kann man mir jemand den Rücken frei halten hier? Dass ich hier ungestört töten kann. Da waren noch vorhin so viele. Nee, das ist keiner. Okay, okay, okay. Ich nehme sie mal mit. Ja. Mal gucken. Da kommen noch mehr Patrioten. Das ist ja mal eine Gang. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ah, die Leichen sind weg. Ja, dann geh halt du. Ja. Ist die geladen? 5 ist geladen, ne? Ja, okay. Wir gehen unter die Erde und suchen Harrow. Felix! Felix, der Kontakt bricht ab. Hörst du mich? Ich höre dich wunderbar. Jane, was zum Teufel? Was machst du? Leg deine Waffen nieder. Ich kann dich und die anderen hier rausbringen, Troy. Das glaube ich nicht. Hey, ich höre nichts. Geht dir, Case! Durch die Türen! Nach dir, Case!
Ja, das kenne ich mit drei. Und? Granate? So. Pantheon voraus! Bin hinter dir! Schweinerei. Boah, da kannst du dich nicht mehr bewegen, ne? Ja, stimmt. War wirklich fies, die Ecke. Na komm. Oh. Ui. Weiter geht's. Wir können Jay nicht noch mehr Zeit lassen. Ja, hartnäckig wie immer, Troy. Aber das hier ist eine Nummer zu groß für dich. Dreh einfach um, bevor du verletzt wirst. Oder Schlimmeres. Ja. Hm. Macht er nicht, okay. Wir schaffen das, los! Können wir das schaffen? Oh. Jetzt hätte ich gerne noch, Oh, Alter. Granaten. Jemand wehrt sich? Okay, warte. Eine noch, oder was ist das? Springmine. Okay. Digga. Oh, Alter. Ich habe so lange gebraucht zum Werfen. Da bin ich selber reingelaufen. Weiter geht's. Wir können Jay nicht noch mehr Zeit lassen. Ja, hartnäckig wie immer, Troy. Aber das hier ist eine Nummer zu groß für dich. Dreh einfach um, bevor du verletzt wirst. Oder Schlimmeres. Blendgranate. Ein werfbares Annäherungsgerät, das Gegner betäubt. Halten, um Annäherungsradius aufzuladen. Adrenalin-Stim. Okay. Klingt gut. Und den nehmen wir auch wieder mit. Alles klar. Daumen drücken. Wir schaffen das. Los! Schrotflinte! Schon erwischt der Arsch. Du bist umgekehrt! Du
unterwegs. Bam. Ja, klar. Hihi. Oh. So. Turbo. Und? Schieß doch. Da. Folge den Pfeilen. Weißt du, was dein Problem ist, Troy? Du bist zu stur. Du weigerst dich, das große Ganze zu sehen. Du hast keine Ahnung, was wirklich los ist. Ich habe versucht, es dir beizubringen, aber du hörst nicht zu. Letzte Chance, Troy. Ich was kann dich ihr Leben rausbringen. Ich biete dir dieselbe Wahl, Jake. Ich habe deine Mut immer bewundert. Das macht es so schwer. Ja, jetzt warte doch mal auf mich, Leute. Oh, das leichte Maschinengewehr. Alternativ zu dem, ja. Einpacken. Das heißt, da kommt wieder was ganz fieses Starkes. Wo wir die LMG brauchen. An alle Stopp. Stationen. Waffenfreigabe. Tut, was nötig ist. Oh. Alter, was der aushält. Sollen wir die Minigun nehmen? Todbringer. Wir nehmen die Minigun, Alter. Lenkbares Wurfmesser. Sachen gibt's? Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Okay, Divide et Impera. Case, links. Seth, mit mir. Okay, Moment. Ich würde mal behaupten, mit der Minigun haben wir vielleicht sogar einen kleinen Vorteil. Case, ich weiß, dass du mich hören kannst. Troy hat seine Wahl getroffen, aber das muss nicht deine sein. Du hast eine Gabe. Lass sie nicht hier im Dreck verrotten. Aber nur 100 Schuss, das ist richtig. Oh, Zombies. Hey, schnell. Gehe in Deckung. Cameron. Allein Verluste. MG-Schütze. Okay, ich glaube, ich lasse die Minigun da. Nee. Ich nehme sie mit. Okay. Oh, C4 war das.
Oh. Strominen. Kann ich die denn auslösen? Was war das? Na. Per Schuss. Trick mit dem Helm. Was gehen denn hier für Geräusche? Jawohl. Noch ausgerüstet, ne? Ja, okay. Na dann. Hey. Ich nehme an, Gusev hat euch hergeführt. Ich wusste, er würde uns enttäuschen. Aber ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Partner. Ich wette, du weißt das selbst ganz genau. Ich respektiere dich, Case. Das tue ich wirklich. Du gibst dich voll und ganz deiner Arbeit hin, hast Prinzipien. Auch wenn du es nicht glaubst. Die habe ich auch. Nur eine Frage der Perspektive. Dies sind nicht die Prinzipien der CIA, Jane. Jane, du stellst eine biologische Waffe her. Genau. Oh, das ist also deine rote Linie, Case. Die Art der Waffe? Welche Rolle spielt die Form, wenn sie deine Werte beschützt? Was, wenn du eine Person mit der Waffe tötest, aber du rettest zwei? Ruhig, ruhig! Du kannst mich töten, Troy, aber du kannst das hier nicht aufhalten. Lass mir nicht gerne sagen, was ich nicht kann. Felix, bereit machen. Wir kehren zurück zum Turm. Mit einem Gast. Wer hat denn Glück da unten? In Deutschland haben wir ein Sprichwort. Wir Mission geschafft. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das schließt auch Harrow mit ein. Wir wissen nicht, wo diese Waffe jetzt ist. Wir können vom Glück reden, wenn Jane anfängt zu reden. Gut durchgekommen. Das wird sie auf die ein oder andere Art. Vertrau mir.